Die Welt von Hello Kitty. Hi, Kitty. Hallo. Hello Kitty, bist du bereit, die Welt zu bereisen und viele neue Dinge zu lernen? Ja. Hello Kitty, was ist das für eine Kleidung, die du gerade trägst? Dies ist ein traditionelles indisches Gewand. Indien ist das erste Land, das ich besuchen werde. Und das ist ein indischer Elefant. Er benutzt seinen Rüssel für alles Mögliche. Um Dinge vom Boden aufzuheben, um zu essen und sogar um sich zu erfrischen. Indien ist ein wunderschönes Land, Hello Kitty. Ich freue mich schon auf deine nächste Reise. Hi, Kitty. Hallo. Wo geht's als nächstes hin, Hello Kitty? Ich gebe dir einen Hinweis. Dieses Land hat eine Königin. Ich glaube, ich brauche noch einen Hinweis, Hello Kitty. Hier sind die Leute sehr pünktlich. Sie haben die berühmteste Uhr der Welt. Kannst du mir noch einen letzten Hinweis geben, Hello Kitty? Hier gibt es viele rote Doppeldeckerbusse. Oh, ich verstehe. Du bist in London, im Vereinigten Königreich. Und jetzt werde ich einen Tee trinken mit meinen Freunden. Und, Hello Kitty, bist du pünktlich angekommen? Englische Pünktlichkeit. Hi, Kitty. Bonjour. Hello Kitty, was sind deine Eindrücke von Frankreich? Frankreich ist wirklich cool. Ich lerne unzählige neue Wörter. Oh, dann zeig mal, was du gelernt hast. Croissant, Macaron, Eclair, Quiche, Baguette und Schokolade. Warte kurz, Hello Kitty. Das sind alles Namen von Lebensmitteln. Aha, das liegt daran, dass das Essen hier einfach super lecker ist. Das stimmt. Jetzt bin ich aber auch hungrig. Lass uns einen kleinen Snack essen. Gerne. Hi, Kitty. Ciao. Willst du etwas schon gehen, Hello Kitty? Nein. Weißt du, auf Italienisch bedeutet Ciao sowohl Hallo als auch Auf Wiedersehen. Oh, das ist interessant. Was wirst du als nächstes machen? Ich habe ein bisschen Hunger. Ich werde etwas essen. Diese Pizza sieht aber köstlich aus, Hello Kitty. Ja. Was kannst du uns noch über Italien erzählen, Hello Kitty? Dass die Karte von Italien die Form eines Stiefels hat? Ha, das stimmt! Hi, Kitty! Hallo! Wow, Japan ist wunderschön! Was sind das für Blütenblätter? Oh, das sind Kirschblüten! Sie sind das Symbol Japans! Und was hast du für ein Kleid an? Das ist ein Kimono! Ein traditionelles japanisches Gewand. Die Frauen tragen einen Kimono an besonderen Feiertagen und Festen. Oh, wie spannend. Was magst du sonst noch an Japan, Hello Kitty? Ich liebe es, dass hier alles einfach kawaii ist. Kawaii? Was bedeutet kawaii? Ich werde es dir erklären. Kawaii ist ein japanisches Wort für etwas oder jemanden, das super süß ist und einfach liebenswert. Oh, ach, deswegen magst du alles, was kawaii ist, Hello Kitty. Du bist so kawaii wie niemand sonst. Wie wäre es, wenn wir diesen Moment auf einem Foto festhalten?